Jo, meine Freunde, was geht ab? Und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier. Und zwar, ja, ist es heute ein bisschen News mixed mit dem Launch von Williams. Ja, wir beginnen mal mit den News. Und zwar hat der Kalender endlich... eine fixe Abrundung bekommen. Und zwar beginnen wir mal im Bahrain natürlich am Anfang. Dann geht's nach Imola und dann war ein großes Fragezeichen. Da ist, glaube ich, immer gestanden TBS, keine Ahnung. Und zwar kann man endlich sagen, ja, ein mega geiler Grand Prix, der auch letztes Jahr, ja, so ein Einschiebeloch war. Okay, das hat sich jetzt sehr komisch angehört. So ein Nachrücker. Portugal in Portimao. Mega geile Strecke, mega spaßig und vor allem mega neu. Ich freue mich auch schon, wenn das in F1 2021 drin ist. Aber dazu später mehr. Wie gesagt, den anderen Kalender kennen wir. Spanien dann im Mai. Monaco immer um meinen Geburtstag rum, um den 20. bis 30. Mai, auch dieses Mal 20. bis 23. Aserbaidschan, dann haben wir Kanada, Montreal, Le Castellet, Österreich in Juli, dann United Kingdom, Ungarn und Belgien, mega geile Strecke, dann geht es in die Niederlande, dann nochmal nach Monza, Italia, Russland, Singapur, dann nach Japan, in die USA, Mexiko, Brasilien, Australien, dann die neue Strecke in Saudi-Arabien, da bin ich mega gespannt, wie das wird. Und dann das große Finale in Abu Dhabi. Und zwar war es jetzt schon mal mit dem Kalender. Beginnen wir mal mit dem Launch. Und ja, der Launch von Williams stand in keinem guten Licht, muss man sagen. Weil anfangs wollte man eine richtige Revolution im Launch bringen. Sie haben eine eigene App rausgebracht, wo man sich mit AR sozusagen 3D-mäßig ihr Auto ins Wohnzimmer beamen hat können und das Ganze sich dann vom Detail angucken, herumgehen und so weiter. Das wäre eine Revolution in dem Ganzen gewesen. Nur leider wurde das ganze Projekt gehackt und ja, die mussten dann leider eine Stunde vor Release bekannt geben, dass das Ganze leider nicht funktionieren wird, dass die nicht das machen können, wie sie das vorhatten. Und das Schlimme auch noch, am Tag vorher wurden schon Bilder geleakt, die sich dann auch noch als richtige Bilder rausstellten. Und gut, beginnen wir mit dem Aussehen. Und da werden wir uns mal das erste Bild angucken, des heutigen Williams. Also, muss sagen, ein bisschen erinnert es mich an einen Zebrastreifen, aber das lässt mal eure Meinung sein. Hier haben wir das gute Stück von vorne. Und ja, natürlich, das Williams ist drin. Acronis ist ein neuer Sponsor, nehme ich mal an. Sie haben auch wieder mit einem Lavazza aus größeren Sponsor. Das war es dann aber auch schon. Mir fehlt auch oft teilweise, dass die Airman-Teams, so wie Haas und auch Williams, einfach nur ein, zwei größere Sponsoren haben und das war's dann. Mercedes zum Beispiel hat da, keine Ahnung, 10 oder so. Ferrari 15, 20 Sponsoren, auch Red Bull, die fahren meistens viel mit Red Bull interner Werbung, aber trotzdem, das ist ein Wahnsinn und die waren da wirklich mit zwei Sponsoren, die mussten auch letztes Jahr das Auto die Führungsposition abgeben, Williams, die Familie führte das Ganze nicht mehr und deswegen ist es noch umso trauriger, muss man sagen. Gehen wir aufs nächste Bild und ja, da wechselt sich hell und dunkelblau ab. Und ja, das, wie soll ich sagen, diese weißen Striche dann noch so drin. Das Williams-Logo ist auch gut mit eingebaut. Und Lavazza auch natürlich oben. Ein paar orange Striche sind auch drin, lockern das Ganze auf. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Aber das dachten wir auch letztes Jahr und dann sind sie mit diesem faden weißen Design gefahren. Also lasst mal nicht den Tag vor den Abend ruhen, weil ich will nicht sagen, dass sich da noch viel ändern kann. Aber ich glaube es ehrlich gesagt, leider, dass sich da noch ein bisschen was ändern wird. Gehen wir aufs nächste Bild. Hier von oben. Und das ist eine gute Cam. Der Halo ist jetzt komplett schwarz. Der Frontflügel nur ist weiß. Also nur diese Spitze ist weiß. Der Rest ist dunkelblau. Dann geht es so ein bisschen so hell, dunkelblau abwechselnd. Der orangene Strich wird, ja, muss ich sagen, auch oben diese kleinen vor der Zahl. Die runden das Ganze ein bisschen ab, muss ich echt sagen. Das sieht gut aus. Ah, da hinten haben sie noch einen Sponsor gefunden. Versa, oder was da steht? Versa. So, von vorne der Frontflügel. Da können wir auch ein bisschen aufs nähere Detail mal gucken. Viel entwickelt haben sie leider nicht. Es ist auch nur eine B-Version. Also er heißt ja wieder... gute Frage. Wie heißt er? Er heißt FW43B. Und ja, das ist halt nur eine Weiterentwicklung, weil letztes Jahr sind sie mit den FW43 gefahren. FW, wer es nicht weiß, steht natürlich für Frank Williams, den Gründer des Teams. Und deswegen, ja,
Gucken wir uns das nächste Bild mal an. Hier der Frontflügel, ja, man sieht da jetzt nicht viel Unterschied. Ja, da haben wir jetzt das W-Logo, ein, ja, dieses W, also für Williams, dieses neu modernere Logo, gut eingearbeitet in die türkisen Striche. Und das sieht aber sehr turbulent aus, sehr bauchig, muss man sagen. Werden wir aber später nochmal auf den Vergleich eingehen zum letzten Jahr. Von hinten, da ist doch die ganzen Sponsoren drauf. Da ist, ich weiß nicht, das kann Sofina heißen oder Rovin oder so. FT hast du da hinten auch noch, also Financial Times, SIA, also Signal, okay, nein, das ist nur das Licht. Versa und Lavazza natürlich. Ja, schon ein paar Sponsoren, aber alle nur im Heckflügel, das ist halt das Komische. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob die vielleicht dieses Jahr sogar an den Haas vorbeigehen können. Mercedes Power ist wieder drin. Wenn die Ferrari nachgelegt haben, wird schwierig für Williams. Aber trotzdem, gehen wir mal auf die technischen Neuheiten. Nein? Und wie gesagt, alles, was die eigentlich dieses Jahr so gebracht haben, waren wie immer, auch wie bei Haas, sie haben eigentlich nicht viel weiterentwickelt, sondern sie haben größtenteils das Auto von letzten Jahr übernommen und natürlich wieder diese Sachen, die man halt gebraucht hat, diese Mindestanforderungen, dass man starten darf. Das ist halt, ja, ein bisschen traurig. Offenbare Eingriffe am Front- und Seitenkästenverbau, genau. Das werden wir uns jetzt mal auf ein Bild angucken, um das Ganze ein bisschen, ja, wo sehen wir das Auto von der Seite? Hier, Bild 2, super. Genau, wie gesagt, man sieht auch die Seitenkästen an. Das siehst du, gut, ich sage euch mal so, was ich so rausfinden konnte. Und wir werden uns das Ganze dann im Vergleich nochmal angucken, würde ich sagen. Genau, die Seitenkästenflügel steht hier, gehen in einem Stück in das vertikale Blech über. Gut. Kann man sich jetzt sinnbildlich nicht vorstellen, werden wir uns dann nochmal angucken. Die Tokens hat man dachte sich so ein bisschen so auf, wir machen noch nicht alle Karten offen, so quasi, wir sind das schlechteste Auto letztes Jahr gewesen und ja, haben Angst, dass uns irgendein Team unserer Ideen klaut. Gut, kann man natürlich auch sagen, aber die Tokens haben sie nicht verraten, für was sie die genommen haben. Da habe ich nur rausfinden können, genau, ich habe nur herausgefunden, dass sie im letzten Jahr einen Token schon benutzt haben. Wofür, hat man nicht verraten. Das war leider so. Und ja, das ist blöd, weil ich hätte echt gern gewusst, wozu die das benutzt haben. Auch Mercedes hat es nicht verraten. Deswegen, ja, ich glaube, man orientiert sich auch ein bisschen an Mercedes, wenn man so will. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an mit dem Seitenblech, das sich ja so als größte Revolution rausstellt. Vergleich 1 mal. Und ja, wie soll ich sagen, da haben wir mal die Seitenbleche so im Akribischen. Ja doch, es geht da akkurat runter bis zur Bodenplatte und letztes Jahr war da noch so ein Bauch drin. Also dieses Loch war schon, aber das geht jetzt gerade runter und nicht mehr so bauchig. Kann natürlich eine Revolution sein, muss es aber nicht. Sonst fällt mir ehrlich gesagt auf den ersten Blick nicht das meiste auf. Außer, ja, boah. Nix eigentlich. Gehen wir zum zweiten Vergleich. Da, ja, ich konnte leider nicht die meisten Bilder so finden. Deswegen musste ich das jetzt so nehmen. Man kann sich es aber auch vorstellen, auf jeden Fall. Und die Seitenkästen kann man hier noch besser betrachten. Ja, es ist auch ein bisschen kantiger geworden. Letztes Jahr, es ist auch ein bisschen runder geworden. Letztes Jahr war es so kantig, so. Und dieses Mal ist ein bisschen runder. Sieht alles sehr gut aus. Ich hoffe nur, dass der Williams endlich mal was kann. Weil die letzten Jahre waren halt echt schlecht für das Team. Und die Fahrer sind jetzt nicht so untalentiert über Russell. Ich meine, setzt du den in Mercedes, holt er fast den Win, wenn ihn der nicht weggenommen wird durch, keine Ahnung, eine blöde Strategie oder so. Und das dritte Vergleichsbild, ja, doch am Frontflügel, man sieht da eine klare Änderung. Es wird ein bisschen schmäler, auch ein bisschen spitzer geht es dazu. Und ja, diese Flächen, die schämen noch steiler zu sein. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, oh, okay, diese Flatterer, also der Frontflügel an sich, diese einzelnen Elemente sind doch 5 geblieben. Ja, sonst, es sieht auf jeden Fall gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ob, ja, mir gefällt das Design, ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von dem Design, aber ich meine, leben und leben lassen. Wir gehen noch auf. Gut, kommen wir nun zur Fahrerpaarung und zwar natürlich gibt es da keine große Überraschung. George Russell, 38 Starts und es ist seine dritte Season, die er jetzt starten wird in der Formel 1 und er hat sich letztes Jahr auch schon gut bewiesen, muss man sagen, wie er da als Hamilton-Ersatz eingesprungen ist. Leider nur ein Rennen und da
hat es mehr Pech als Schwefel geregnet und da ist er, glaube ich, nur Zehnter geworden. Also trotzdem ist er ein guter und talentierter Fahrer und ich würde echt sagen, der wird mal einen der beiden ersetzen. Auf jeden Fall. Ich denke mal, Hamilton. Also ich denke mal, der wird dieses Jahr sein letztes Season fahren und wird dann aufhören. Oder vielleicht auch, wenn erst Martin lukrativ ist, zu erst Martin gehen oder so. Und natürlich als Zweitfahrer Latifi, Nicolas Latifi, 17 Starts. Und es ist seine erste Season gewesen letztes Jahr. Also er startet dieses Jahr in seiner zweiten Season und ist natürlich unterlegen bis zum geht nicht mehr. Wenn man so die Vergleiche anguckt zu Russell, ich glaube, der hat den da fast in jedem Qualifying-Duell besiegt. Und ihr Ersatzfahrer ist Jack Aitken, auch kein unbekannter Formel-2-Fahrer, durfte auch letztes Jahr einspringen, wie Russell für Hamilton einspringen durfte. Durfte er auch für den Russell einspringen. Gut, ich hoffe, ich habe alles so reingebracht. Ein Team fehlt nur noch, die sich ein bisschen da rausgehalten haben. In 5 Tagen launcht dann auch endlich Ferrari. Die Scuderia hat ja letzte Woche schon ihr Team gelauncht, aber sie launchen jetzt heute endlich. Sie launchen am 10., ich glaube, das ist der Donnerstag, dann endlich ihr Auto. Und ich bin, oder es könnte auch der Mittwoch sein, ich weiß nicht genau. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Wahrscheinlich rot, aber abonniert den Channel gerne. Schaut doch gerne auf Instagram, TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao.